tierisch darüber aufgeregt. Hatte David nicht schon mal ein Jobangebot in New York? Ja, aber ich wollte bei Angelo bleiben. Und wie stellt er sich das jetzt mit Bibi vor? Es gibt kein Baby. Angelo bleibt bei meinen Eltern, endgültig. Haben Sie es sich anders überlegt? Das ist eine längere Geschichte. Ich dachte immer, ich kann meinen Eltern vertrauen. Und dann fallen sie mir so in den Rücken. Ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Aber für deine Eltern ist es sicher auch nicht leicht. Ja, ich weiß. Trotzdem tut es weh. Ich habe mir so sehr eine Familie gewünscht. Sonst, wenn es mir schlecht ging, dann waren Mama und Papa immer für mich da. Und jetzt? Jetzt hast du immerhin noch mich. Ja. Aber wenn wir nach New York gehen, dann habe ich nur noch David. Und er muss den ganzen Tag arbeiten. Wie ich. Eine Mittagspause ist gleich um. Hey. Du wirst ruckzuck neue Freunde finden. Aber nicht solche wie dich, Amelie und Marlon. Ihr, der Marienhof. Das ist mein Zuhause. Genau, Conti mit C. Ich hatte mich für eine stationäre Aufnahme angemeldet. Aber leider hat mein Wagen schlapp gemacht. Ich werde nicht pünktlich in Lübeck sein können. Wann? Kommt darauf an, wann die Autowerkstatt fertig ist. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Wiederhören. Tut mir leid, dass ich dich so rumscheuche, aber ich muss dringend an den Haupthahn. Kein Problem. Normalerweise hätte ich dir einfach kurz den Generalschlüssel gegeben, aber den habe ich leider verlegt. Den Generalschlüssel? Oh, Thorsten, das wird teuer. Sag mal, benutzt du neuerdings Damenparfüm? Ich? Quatsch. Komisch. Riecht irgendwie nach Flieder. Na, jedenfalls ist es kein Gas. So. Hier ist er. Sag mal, wann stellst du es eigentlich wieder an? Wenn ich die Therme in Davids Büro installiert habe, so lange bleibt der Haupthahn zu. Bei Gas gehe ich immer auf Nummer sicher. Sag mal, in letzter Zeit sehe ich dich dauernd Überstunden schieben. Was sagt denn deine Lisa dazu? Die hat auch viel um die Ohren. Ach, Vorsicht. Ja, ich weiß, was ich tue. So. So. Komm. Sag mal, hast du nicht was vergessen? Ja, natürlich. Alles in Ordnung? Ja. Sofort gelöscht. Wieso? Ey, mit vollem Backen siehst du süß aus. Ja, ist schon klar. Hey! Nein, Amelie, bitte. Komm. Nein, hör auf, hör auf. Hör auf, bitte. Was soll das denn werden? Ich wollte noch ein paar besondere Fotos von dir machen fürs Internet. Ja, ganz sicherlich nicht. Wir müssen unsere Enkel doch nicht sehen. Und wovon träumst du nachts? Davon. Ja, sicher, du Spinner. Wenn ihr etwas nicht versteht, dann muss es doch nicht auch gleich falsch sein.
Was soll das genau sein? Das Haus, in dem Leila und Yasemin wohnen. Das soll das Dach sein. Ja klar, also dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Leila geht's wirklich gut in der Türkei. Bin froh, dass ich da war. Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Dich erst. So, jetzt gucke ich mal, ob das Dailies noch steht. Okay, bis später. Bleib, wo du bist, ja? Ich tu dir auch nichts, bitte. Was mache ich denn jetzt? Brauchen Sie Hilfe? Oh nein, es ist alles in Ordnung. Ich mache Übung. Es ist Yoga. Ich habe hier mehr Platz. Kann ich bitte meinen Schlüssel haben? Ja. Was hatten Sie denn, die Zähne? So, ich muss immer atmen und... Hier habe ich jetzt das Rohr lang gezogen und da kommt deine neue Gastherme hin. Perfekt. Du, wo ich gerade dabei bin, wie wär's denn mit einer Fußbodenheizung? Ist total angenehm, vor allem im Winter. Ja, das mag sein. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den Winter hier noch erlebe. Ich überlege, ob ich die Kanzlei aufgebe. Die Finanzkrise? Nee, das hat persönliche Gründe. Ton und ich, wir brauchen einen Tapetenwechsel. Ihr wollt weg? Wir müssen. Hier geht gerade alles in die Brüche. Das Gefühl kenne ich. Toni zögert zwar noch, aber wenn wir erstmal in New York sind, dann wird sie mir schon dankbar sein. New York, schön. Du, ich muss mal los. Ach, bevor ich es vergesse, du bist noch ein bisschen länger da, oder? Klar. Gut, weil Roman kommt nämlich nachher vorbei und bringt die Regale fürs Archiv. Was? Der hat mir noch gefehlt. Hast du mit Frank gesprochen? Ja, es geht ihm ziemlich schlecht. Falls du ihn siehst, sag ihm... Ja? Ach, nichts. Danke. Oh, hallo. Alles okay bei Frau Bosch? Ja. Was gibt's? Mein Laptop ist doch kaputt und jetzt wollte ich mal fragen, ob ich mir Charlies ausleihen könnte. Amelie und ich, wir haben neue Fotos gemacht, die würde ich jetzt gern bearbeiten. Ihr seid jetzt wieder ein Paar, oder? Ja, ich denke schon. Also wir haben jetzt noch nicht so direkt darüber gesprochen. Und eure Verlobung? Du weißt doch, dass sie mir den Ring zurückgegeben hat. Und? Was und? Du willst sie doch heiraten, oder? Du denkst, ich soll sie noch mal fragen? Einfach so? Nein, natürlich nicht einfach so. Lass dir was einfallen. Aber was Nettes. Ach, hinten im Hof ist er auch nicht. Kann er denn nur sein? Evola! Ihr kleiner Ausreißer. Gaston. Das ist er nicht. Natürlich ist er das. Oder glauben Sie, es laufen noch mehr Ratten hier rum? Sein Fell ist dunkler. Es ist vielleicht ein bisschen schmutzig geworden auf der Flucht. Und die Augen sind heller. Die leuchten nur so, weil er sich so freut, Sie zu sehen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Glauben Sie etwa, dass ich lüge? Komm mal her. Suchen Sie Ihre Ratte, ja? Ich glaube, die wollte gerade kochen lernen. Die sitzt hier in meinem Kochtopf. Das ist Gaston. Ach, komm. Ja. Komm her, mein Kleiner. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne ein paar Tipps geben. Wofür? Anscheinend haben Sie sich gerade ein neues Haustier zugelegt. Steht dir.